Dirk Niepert. Dirk, du bist einfach fabelhaft. Wie kamst du denn zur Idee zu diesen Weinen? Jo, hallo. Ja, das war halt eine fabelhafte Idee. Grundsätzlich hatte ich einige Ideen im Kopf, die schon länger da waren. Und der Grundstein war die Cordula Alessandri, die unsere Etiketten in Österreich macht, die fabelhafte Designerin ist. Und die hat ein Briefing für mich genutzt, um an der Uni Saarbrücken mit den Schülern Übungen zu machen, Etikettendesign und so weiter. Und eines Tages zeigte sie mir die ganzen Übungen, Ergebnisse und so weiter. Und dann, als ich das eine sah von einer Anna aus Saarbrücken, habe ich gesagt, das ist meins. Und Cordula fragte damals, ja, du sag mal, was heißt das deins? Und er sagt, nein, das ist genau das Richtige. Das ist genau das, was ich im Kopf hatte, nur ich wusste nicht genau, dass es das ist. Aber es ist genau das. Prima. Und wie kommt ein Winzer, der in Portugal lebt und arbeitet, auf den Namen fabelhaft? Ja, das war gerade kurz danach, sagte ich zur Cordula, ja, sag mal, was ist das? Und sie sagte, eine Fabel. Da sage ich, ja, das ist ein schöner Name. Und da waren zwei Leute im Gespräch und da sagte der eine zum anderen, das ist eine fabelhafte Idee. Und dann sagt sich zur Cordula, wow, hast du gehört? Und sie sagt mal, bist du besoffen oder was? Und er sagt, nein, der hat doch gerade was gesagt, der hat gesagt fabelhaft. Und sie, und? Er sagt, das könnte doch der Name sein, das ist doch wunderbar. Das ist nicht übertrieben, es ist Fabel. Ja, jetzt müssen wir nur fabelhaft machen. Douro, Portugal ist sehr wichtig, vorne groß auf dem Etikett. Und dann die Pünktchen und so weiter, das ist ja dein Job, das kannst du ja besser als alle anderen. Du musst es so machen, dass es klar und deutlich ein Niepert-Etikett ist. Und so ist es entstanden. Prima. Und zwischenzeitlich gibt es auch noch außerdem fabelhaft Rot, auch einen fabelhaft Weiß und einen fabelhaft Reserve. Gibt es jetzt dann in Zukunft einen fabelhaft Dirk Gran Reserve? Nein, wir bleiben jetzt mal, wo wir sind. Wir sind ganz zufrieden mit dem, wie es läuft. Wir wollen auch nicht wirklich mehr wachsen. Wir sind ein bisschen an der Grenze von den Kapazitäten, von der Logistik angekommen. Ich glaube, wir sind jetzt, wo wir sein wollen, qualitativ. Natürlich will man es immer ein bisschen besser machen. Aber mit dem Weißen, das haben wir ja letztes Jahr das erste Mal gemacht. Das war auch so ein Fall, wo ich nicht genau wusste, wie ein fabelhaft Weiß aussehen sollte. Und dann habe ich es halt gemacht mit dem, was man hat. Und das Ergebnis war sehr überzeugend. Jetzt wissen wir ein bisschen, was wir machen. Erster Jahrgang war einfach ein bisschen hingeschmissen, aber es ist erstaunlich gut. Und jetzt haben wir eine Linie und ich glaube, die wollen wir beibehalten. Prima. Also die fabelhaften Weine schmecken auch tatsächlich fabelhaft, aber es ist nicht nur dieser Wein, der für rund 10 Euro im deutschen Regal zu finden ist. Dirk macht auch weiterhin fabelhafte Rotweine, auch ganz hochinteressante Barrique-Weißweine und eine Reihe von erstklassigen Portweinen. Chapeau. Und was ist momentan dein Lieblingswein, Dirk? Ach, mein Lieblingskind ist ein Wein, der heißt Kosch. Das ist ein Weißwein, der sehr burgundisch ist, davon träume ich schon lange, aber wir leben ja in einer relativ warmen Gegend und einen Wein zu machen mit Malolaktik und mit allem drum und dran, habe ich nicht für wirklich möglich gehalten. Wir haben es aber trotzdem gemacht und jetzt ist es in der Flasche und ich bin begeistert vom Wein. Also so mein Lieblingskind im Moment. Dann Dirk, herzlichen Dank, weiterhin viel Spaß und wir gönnen uns jetzt das Vergnügen und probieren mal die ganzen fabelhaften Weine von Dirk Niepert. Danke und schönen Abend noch. Vielen Dank.